Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto beim Clan True Warriors. Ja, vor dem Stream ist nach dem Stream, also ihr seht das jetzt, die Aufnahme kommt jetzt echt, echt spät, das Video von heute. Verschiebe ich, glaube ich, mal auf morgen und haue jetzt mal ein ganz aktuelles hier mit euch rein. Also wie heute Abend schon gesehen im Stream, ich bin auf Meisterhütte 6 gegangen. Die Meisterhütte ist fertig, ich habe schon ein paar Angriffe gemacht. Und hoffe eigentlich jetzt, dass ich endlich mal die 3000 Pokale erreiche. Ich habe die Glocke noch nicht angestoßen. Das, was ich gemacht habe bisher, ihr seht, dass hinter der Glocke ist noch eine Bombe. Ich habe die Riesenbombe schon draußen und oh Mann, und habe den kleinen Crusher hier gebaut, habe den Archer Tower gebaut, also den dritten Bogenschützenturm, und habe den auch schon auf Level 2, weil der brauchte nur eine halbe Stunde. Und habe hier erstmal das Labor angestoßen, denn ohne Labor kann ich nicht weiter forschen. Und die Truppen wollen ja ein bisschen weitergehen. Ihr seht das, ich habe jetzt 800.000 Gold, ich habe ein bisschen was in die Mauern gesteckt. Hier hinten, die habe ich erstmal, ja, die habe ich erstmal einfach so erweitert. Und habe jetzt 749.000 schon an Elex wieder. Aber wir haben natürlich noch nicht draußen den, wie heißt er eigentlich hier im Englischen? Im Englischen heißt der Rooster. Im Deutschen heißt er, glaube ich, wie heißt er eigentlich im Deutschen? Weiß es gar nicht mehr. Brutzler. Brutzler heißt er im Deutschen. Kostet 1 Million. Die wollen wir natürlich noch irgendwo reinfahren. Das schaffe ich nicht mehr mit dem einen Angriff hier, aber mal gucken. Ich haue jetzt mal den Boost rein hier. Und ich habe auch eine ganz, ganz neue Armee am Start. Das habt ihr auch schon, denke ich mal, im Stream bei mir gesehen. Denn ich nutze die Kanonen. Die Kanonen auf 10. Ich finde sie gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Denn ich habe immer Hoffnung, dass ich hier die große Luftabwehr bekomme, wenn ich sogar eine Luftabwehr, reicht mir eigentlich an der Stelle, und vielleicht die Crusher. Deswegen habe ich hier immer einfach meine Kampfmaschine gesetzt, eine Kanone schon mal dahin, eine dahin, die mir schon mal so ein bisschen Luft verschaffen. So muss ich es ja sagen. Und jetzt versuche ich natürlich irgendwo den Kanonen hier so ein bisschen auszuweichen, indem ich hier von außen ankommen, aber die sind auch, die sind nach wie vor ziemlich, ziemlich stark. Wir schaffen hier mal gerade so, denke ich mal, den Mörser. Ja, mehr schaffen wir nicht. Und schaffen wir den Brutzler noch? Vielleicht im Standby? Nein, schaffen wir auch nicht mehr. Also das ist dann eher ein doofer Angriff hier gewesen, wo ich jetzt auch von der Seite hier mit meinen verbleibenden Drachen irgendwo reinkommen muss und versuchen muss, ich nenne es immer mal 50% zu holen, das werden wir hier nicht packen. Und das war eher eine doofe Base dafür, da hätte ich vielleicht doch wieder was anderes für nutzen sollen. Aber ich will die Kanonen ja auch einsetzen und ich hab die jetzt nicht wochenlang extra gelevelt, um sie nicht einzusetzen. Aber den haben wir natürlich gnadenlos verloren, gar keine Frage. Machen wir mal den nächsten, mal gucken, ob wir sie da besser einsetzen können. Und ich denke mal, wir können sie hier etwas besser einsetzen. Ich muss sagen, ich weiß nur noch nicht wo. Vielleicht gegen den Brutzler und gegen die beiden Luftabwehren oder gegen die tiefliegenden Bogenschützentürme hier. Aber wir gucken mal. Ich hau die einfach mal raus, so dass jetzt schon mal so ein bisschen meine Kampfmaschine hier in Wut kommt und die Kanonen hier jetzt hoffentlich den Rest des Übels hier ja irgendwie erledigen. Das müssen wir jetzt mal schauen, wie die das machen können. Und dass zumindest meine Kampfmaschine hier in die Base kommt. Das wäre nämlich das Optimale. Mit den Kanonen noch. Ah, hier unten schaffen wir gerade noch so den kleinen oder den tief liegenden Bogenschützenturm. Jetzt geht der Multimörser aber schön auf meine Kampfmaschine. Und meine Kanonen sind jetzt schon im leichten Hot Standby, glaube ich, so heißt es. Oder Standby. Das heißt, sie rollen nicht mehr. Und die eine Kanone macht da jetzt den Crusher und macht jetzt die Luftabwehr. Ja, das ist eigentlich optimal für mich. Denn ich kann hier erstmal weiter rumgehen. Die Kanone fährt auch weiter rum. Ich muss jetzt gleich nur mal zusehen, wo ich denn eigentlich mit meinen paar Drachen noch reinkomme. Dass ich hier wenigstens in dieser Base hier noch irgendetwas reiße. So, aber wir machen jetzt erstmal die Luftabwehr weg. Denn klar, jetzt kommt natürlich schon die Tonne auf uns zu. Und mal sehen, ob wir nicht zwei Drachen jetzt wenigstens auf die Meisterhütte bekommen. Das bekommen wir auch.
Jetzt sind drei Drachen auf der Meisterhütte, die Tonne ist noch abgelenkt. Und ich denke mal so, ja, so könnten wir die Meisterhütte bekommen. Die geht jetzt erstmal auf einen Drachen, die Tonne. Und geht jetzt auf den zweiten. Ja, der dritte schafft sie also. 83%, das ist natürlich super für uns. Und das könnte es zumindest mal gewesen sein. Mal gucken hier gegen den Sechser. Ja, haben wir auch gewonnen. Super, 2,585 und das war mein letzter Bonus für heute, aber nicht mein letzter Angriff, denn wir sind noch voll im Boost drin hier. Und ich schaue einfach mal weiter. Auch das ist eigentlich nach wie vor eine echt super Armee dafür. Der Brutzler interessiert mich jetzt an der Stelle nicht wirklich. Wir gehen hier mit unserer Kampfmaschine rein, zünden die auch gleich. Und jetzt muss nur so ein bisschen was auf die Kampfmaschine mal schießen. Ja, dann müssen wir jetzt mal von hier rein und vielleicht von dort. Mal gucken. Ich schicke erstmal nur zwei Kanonen hier hin, die mir jetzt so ein bisschen helfen hier. Oh, die Kanone da oben ist schon im Standby, so heißt es eigentlich, glaube ich. Aber die eine Kanone macht jetzt schon mal die Verteidigung da. Ich hoffe auch im Standby schafft die den noch. Und ich habe schon mal einen kleinen Drachen gesetzt hier für die Clanburg-Truppen. Und oh, die Luftabwehr lebt noch, aber ein Schuss, denke ich mal, dann ist die auch weg. Also die Tonne zumindest. Ah, jetzt haben wir aber noch viel zu viel von den anderen Sachen. Ja, ich denke mal, wir kriegen das nicht alles reingespammt hier an Drachen für die Builderbase hier oder für die Meisterhütte hier, denn die hat noch ein bisschen zu viel Heatpoints und es geht jetzt ein bisschen wenig auf die Luftdef und die Meisterhütte ist noch nicht angeschlagen, aber trotzdem ist das erstmal meine Taktik hier. Wie gesagt, ich habe die Kanonen nicht umsonst auf 10 gelevelt und mal sehen, Gegner 56%, so ein bisschen stärker ist meine Base, aber 100%, ja, super, danke. Dankeschön. 100% hier und die tappen nicht mal in meine Riesenbombe rein, oder? Wenn die sich jetzt nach vorne bewegen, wäre ja ganz schön. Doch! 97. Ja, so ist 97%. So, naja, egal. Haben wir trotzdem verloren. Und wir können aber einen machen. Ich denke mal, wenn ich erstmal den Brutzler auch draußen habe, das heißt noch eine Defense mehr, dann wird das hier in jedem Fall etwas mit den Kanonen werden und jetzt muss ich mal eben schauen. Ich schicke, glaube ich, hier hinten. Ja, ich hau hier mal meinen Babydrachen raus und da auch schon mal ein. Und jetzt passt mal auf. Genau hier meine Kanonen nur für die Luftabwehr. Das muss einfach reichen. Reicht nicht? Okay, dann reicht die nächste. Jawohl. Die nächste reicht. Das ist nicht schlecht. Dann nehmen wir mal hier in der Kanone rein und schicken hier jetzt noch einen Drachen plus Kanone. Ja, auch wenn das jetzt hier so ein bisschen in Hinterhand ist von der Luftmine. Das ist jetzt nicht so schlimm. Hoffe ich mal. Hoffe ich auch nur. Boah, das geht schon wieder so kacke aus hier. Ich denke mal, das wird meine Maschine hier natürlich nicht alles packen, was hier noch so offen ist in dieser Base hier. Manche haben komische Design. 42%. Ja. Grauenhaft. Naja. Ich glaube, ich nehme doch wieder nur... Oh nein, wir haben gewonnen. Wie hat er das denn geschafft? Oder nicht geschafft? Ah, den haben wir gewonnen. Das ist ja geil. Müssen wir mal gucken. Okay, da hat er die Falle ausgelöst. Aber er hat auch erst eine Dreier-Kampfmaschine hier. Also noch nicht zündbar. Die muss hier alles erstmal aushalten. Ist jetzt schon down. Und dann ist es hier... Ja, dann ist es hier für die Max Barbaren schwer, vor allen Dingen an den Crushern vorbeizukommen. Und die gehen dann auch erstmal Richtung den Clanburg-Truppen und kriegen natürlich die ganze Zeit Dauerbeschuss von meiner Defense. Also ja, das gelungen hier an der Stelle. Boah, naja. Oh, wir können noch einen. Das ist klasse. Ja, wenn ihr Kommentare für mich habt zur Builderbase hier, immer gerne her damit. Also BH6 bin ich sehr, sehr unbedarft. Aber ich denke mal, ich bin jetzt taktisch ganz gut vorgegangen. Muss jetzt mal schauen, wie wir diese Base machen. Wir haben zwei Lars hier oder Luftabwehren in der Mitte. Eigentlich mache ich den ja, ja, ich denke, den machen wir komplett hier aus der Luft. Denn, wir machen den, ich mache den mit den Kanonen. Ich mache den doch mit den Kanonen. Die Kanonen sind mir an der Stelle ans Herz gewachsen.
sind mir an der Stelle ans Herz gewachsen und wir lassen jetzt erstmal die Kampfmaschine laufen und setzen dann etwas hinterher unsere Kanonen. Wir schauen mal und setzen, wir nehmen wenigstens einen Drachen hier, um vielleicht da in der Mitte für so ein bisschen Tumult zu sorgen. Das haben wir auch gemacht. Dann gehen wir mal hier mit einem Drachen vor auf die Seite und auch auf die Seite. Kriegen wir die Kampfmaschine nochmal gezündet? Ja, wir kriegen sie nochmal gezündet. Das ist natürlich cool, aber wir kriegen natürlich hier in der Mitte, kriegen wir dieses Ding nicht kaputt hier. Und das ist das Doofe. Vielleicht schaffen wir es jetzt doch mit zwei Drachen noch, die ja voll in Wut sind. Und vielleicht noch mit dem dritten, aber ich glaube nicht. Das ist echt eine Farce. Wer das Ding im Max-Ausbau hat, so wie ich es ja auch immer habe, schaffst du nicht. Packst du nicht, ey. 56%. Echt ärgerlich. Echt mal ärgerlich. Und der Kollege gegenüber hat auch 64 gemacht. Ja, es reicht jetzt auch mal wieder für mich. Ich bin wieder auf 2,5 runter. Ich werde das packen hier. Ich werde die 3000 Pokale mit jedem Dorf packen. Bleibt einfach bei mir dran. Und ich bedanke mich für euch gestern Abend im Stream oder eigentlich noch heute Abend. Und ich mache noch mehr Streams diese Woche. Da könnt ihr auch gefasst sein. Bis dahin. Euer Toto. Flashtalk.